Brillux Kreativ. Ausführungstechnik Staccato. Metallico steht für moderne, metallische Wandgestaltungen mit changierendem Glanzgrad und gering plastischer Struktur. Besonders gut kommt dieser Effekt durch gezielt gesetztes Streiflicht zur Geltung. Hier zeigen wir die Ausführungstechnik Staccato für besonders lebhafte Oberflächen. Diese werden durch die gezielte Kombination von Rollauftrag und Spachtelstrukturierung erzielt. Der Untergrund ist bereits bis zur Güte Q4 glatt gespachtelt und grundiert. Zusätzlich erfolgte ein besonders fein abgerollter Grundanstrich im abgestimmten Farbton und ein Zwischenschliff mit 180er Körnung. Kreativ Metallico 76 wird auf diesen perfekt vorbereiteten Untergrund in mittlerer Schichtdicke mit der Mikrofaserfarbwalze gleichmäßig aufgetragen. Die nasse Farbschicht ist hierbei sofort mit der Farbwalze individuell kreuz und quer zu verschlichten. Nach einer kurzen Ablüftzeit kann die Fläche mit der Metallico-Effektkelle ohne Druck in kurzen Schlägen kreuz und quer geglättet werden. Wie im ersten Dekogang erfolgt der Auftrag von Kreativ Metallico 76 gleichmäßig und in mittlerer Schichtdicke. Die nasse Farbschicht ist ebenfalls kreuz und quer zu verschlichten. Wiederum nach kurzer Ablüftzeit erfolgt die Strukturierung. Hierzu wird die Metallico-Effektkelle flach auf die mattfeuchte Farbschicht aufgelegt und in ungleichmäßig kreisenden Bewegungen strukturiert. Durch den metallischen Glanz erzielt die Schlierenstruktur eine schöne Tiefenwirkung, die durch überlegt gesetztes Licht zusätzlich Unterstützung finden kann. Um die Strapazierfähigkeit dieser Kreativtechnik zu erhöhen, ist nach Durchtrocknung ein farbloser Überzug mit Kreativ Classico 50 glänzend empfehlenswert. Der Materialauftrag erfolgt dünnschichtig mit der Mikrofaserfarbwalze. Hierzu wird Kreativ Classico 50 mit ca. 10% Wasser verdünnt. Oberflächen modern und innovativ gestalten mit Kreativ Metallico 76 von Brillux.